Meine sehr geehrten Damen und Herren, schön, dass wir einander wiedersehen hier in unserem Lang-Enzersdorf-Museum zur Eröffnung unserer Ausstellung Verrückt, Art Brut aus der Sammlung Dagmar und Manfred Howard. Und so bin ich gleich mittendrin. Es war schon ein Kunstgenuss der ganz besonderen Art im Lang-Enzersdorf-Museum. Außergewöhnliche Kunstwerke in einem tollen Ambiente machten die Ausstellung zum Publikumsmagnet. Verrückt war bzw. ist der Titel der Art Brut-Ausstellung im Lang-Enzersdorf-Museum und besteht aus Werken der Sammlung von Dagmar und Manfred Cobot. Das Ehepaar Cobot alleine wäre schon eine eigene Sendung wert. So interessant und weitläufig ist das künstlerische Wirken beider. Manfred Cobot, ein begnadeter Schriftsteller mit zahlreichen Werken und spürbarer Liebe zur Kunst. Dagmar Cobot konzipiert und kuratiert seit 2004 Wanderausstellungen für die NÖ Art, die Niederösterreichische Gesellschaft für Kunst und Kultur. Die Kunst ist ein Teil ihres Lebens, nein, vielmehr, sie ist ihr Leben. Art Brut ist ein Sammelbegriff für autodidaktische Kunst von Laien, Kindern und Menschen mit geistigen Behinderungen. Die Bezeichnung ging von dem französischen Maler. Jean Dubuffet hat dann den internationalen Begriff La Brut genannt, der sich auch durchgesetzt hat. Dubuffet war sehr wichtig in der Zeit und er hat in den 40er, 50er Jahren und er war dann sozusagen derjenige, der auch den Künstlern den Titel A Brut-Künstler zuerkannt hat oder auch wieder aberkannt hat. Die NÖ Art wurde 1977 in St. Pölten gegründet und leistet seitdem wichtige Pionierarbeit in vielfältigen Kulturleben Niederösterreichs. Die wichtigste Aufgabe des Vereines ist die Verbreitung und Förderung zeitgenössischer Kunst. Seit 2003 führt Dr. Roswitha Streihammer die Geschäfte. Pro Jahr werden unter ihrer Leitung 4 bis 5 Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen von namhaften Kuratoren und Kuratorinnen zusammengestellt, die im Jahreslauf über 20 Stationen in den 4 Vierteln Niederösterreichs zu Gast sind. Zwiespältiger Abend, weil einerseits freue ich mich sehr, dass wir wieder in Lang-Enzersdorf sind und sage herzlichen Dank für die Einladung. Andererseits bin ich auch ein bisschen traurig, weil das ist der letzte Ausstellungsort dieser Ausstellung. Wir sind ja mit dieser Ausstellung in diesem Jahr durch Niederösterreich, durch verschiedene Orte gezogen. Hier in Lang-Enzersdorf ist leider der letzte Termin. Was mir sehr leid tut. Mit August Waller und Johann Fischer sind nur zwei der vielen Bekannten und teilweise Weltberühmten aus dem Hause der Künste in Gugging vertreten. Aber auch ausländische Künstler runden den Rahmen der Ausstellung ab. Was ist nun das Haus der Künste? Das Haus der Künste, eine Sozialhilfeeinrichtung, ist eine Wohngemeinde des Vereines Freunde des Hauses der Künstler in Gugging, in der Psychiatrie, Betroffene und geistig behinderte Künstler leben und arbeiten. Dieses Haus der Künste ist weltweit eines der wenigen Zentren der Kunstrichtung Abrit. Die Künstler aus Gugging sind spätestens seit der Verleihung des Oskar-Kokoschka-Preises im Jahre 1990 international ein Begriff. Neue junge Nachwuchskünstler können ihre Fähigkeiten in Ruhe entwickeln und finden ein bereits beachtetes Interesse bei Sammlern und Kunstinteressierten. Die Professionalisierung ihrer Fähigkeiten, der offene Respekt für diese Leistungen, die vorsichtige therapeutische und aktive soziale Betreuung und die Förderung bieten den Bewohnern eine Basis an Möglichkeiten, gesellschaftlich ein normales Leben so weit zu genießen, wie es ihnen jeweils selbst von Bedeutung ist. Es gab eben zwei, wie die Dagmar schon erwähnt hat, zwei Dichter unter den Guckinger Künstlern. Das war der Edmund Mach und der Ernst Herbeck. Und mit dem Herbeck war der Leon Avradil sehr befreundet und es war auch der einzige der Guckinger Künstler, mit dem er per Du war. Also etwas, das normalerweise so quasi ein Tabu ist, der Arzt ist mit seinem Patienten nicht per Du. Beim Herbeck war das quasi eine Ausnahme. Guckinger Künstler
sind normaler als viele, die herumrennen, ein Konto besitzen. Und ja, also die Zunge. Die Zunge ist ein Bestandteil des Mundes. Mach schmeckt mit ihr, besonders Pfeffer und Salz. Kann man aus der Mundöffnung besser kosten. Die Zunge ist rot und ist zwischen den Zähnen. Adept, kann man das Zungenfleisch beim Fleischhauer kaufen. Auch beim Bauern gibt es Zungen, wobei man den Spruch anhört und dabei ist. Der Spuck geht über die Zunge. Das Freudenhaus. Das Freudenhaus ist gut und groß, ist für Musik gebaut und steht allen Menschen offen. Danke. Bezirkshauptfrau Dr. Waltraud Müller-Teufel in Vertretung für Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll bringt es treffend auf den Punkt. In die besondere Kunstform, auch dem Herrn Kobot, der uns auch hier andere Talente dieser Künstler auch hier näher gebracht hat. Ja, und Kunst, da scheiden sich die Geister. Es ist an und für sich kontroversiell, es regt zu Diskussionen an, was dem einen gefällt, ist für den anderen total überflüssig und unnötig, kann dann auf jeden Fall darauf verzichtet werden. Und das gilt, glaube ich, auch besonders bei dieser Kunstform, und Sie haben das heute wirklich gut dargestellt, und auch bei diesen Künstlern, die hier ohne weiteren Gedanken an und für sich das zu Papier bringen, was sie bewegt, und Künstler, die auch zum Teil von vielen noch als Außenseiter auch heute noch betrachtet werden. Trotzdem, die Kunst brauchen wir in unserem Leben. Verrückt ist alles, was sozusagen nicht in der Gesellschaft akzeptiert ist. Und das hängt jetzt nicht davon ab, ob das jetzt Außenseiter sind, ob das Verrückte sind oder also Psychopathen oder nicht, sondern es sind also unter Künstlern, die zur Abrüt oder zur Außenseiterkunst gehören, zählen in erster Linie Autodidakten und die, die also nicht aus gesellschaftlichen, kommerziellen Gründen malen oder zeichnen oder Skulpturen machen, sondern einfach aus einem inneren Drang heraus, außerhalb von kommerziellen Überlegungen. Das ist aber meiner Meinung nach eine wichtige Ausdrucksform eigentlich. Ja, es ist deshalb so eine wichtige Ausdrucksform, weil die Künstler eigentlich aus dem Bauch heraus arbeiten, aus der inneren Seele und entstehen sehr ursprünglich, vergleichbar mit Kinderzeichnungen. Kinder, die noch nicht in der Schule waren, haben dann auch noch diese Kreativität in sich, die ursprüngliche Kreativität eines Menschen, die ja dann eigentlich durch die Gesellschaft verloren geht, außer bei den bildenden Künstlern. Die behalten sich das aber auch. Bildende Künstler, die nicht verrückt sind, arbeiten natürlich sehr stark aus dem Gefühl heraus. Diese Ausstellung ist ja nicht das erste Mal hier, sondern die ist ja durch Niederösterreich getourt, ist das richtig? Ja, das ist im Zuge der NÖART, tourt die durch Niederösterreich und hier jetzt im Handwerkmuseum ist das sozusagen die letzte Station. Also das heißt, alle Zuseher, die sich dafür interessieren, ist noch die letzte Chance, diese Ausstellung zu sehen. Ja, es ist eine sehr, also von der Qualität her, eine kann man sagen, eine echte Museumsausstellung. Also es ist nicht umsonst hier im Museum gezeigt, sondern es sind hochkarätige Arbeiten von Künstlern wie zum Beispiel Hauser Waller Tschirtner von den Gucking-Künstlern, die Weltstars, die in allen Museen gezeigt werden. Außerdem haben wir Künstler aus Frankreich, Gaston Chessac und Michel Nechar, die auch Weltklasse sind, die in allen Museen hängen. Und dann haben wir noch eine Londoner Künstlerin, die in die 48, 50er Jahre sehr wichtig ist für die Abrüt, das ist Madge Gill. Also es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Ausstellung, ich habe mir das schon angeschaut, also es ist wirklich beeindruckend und ich glaube, es ist sehenswert. Sehr sehenswert, bitte kommen Sie doch und schauen Sie es an. Gut. Als Resümee dieser Ausstellung kann man sagen, eine beeindruckende, interessante Ausstellung in einem wunderbaren Ambiente des Langenzersdorf-Museums.